Leute, heute möchte ich über das Skill-Based Matchmaking im Publics-Bereich sprechen. Da soll was passieren. Und auch der gute Controller soll einen Aim-Assist-Nerf bekommen. Der Aim-Assist-Nerf wird noch eine Weile brauchen. Respawn hat nochmals betont in dem offiziellen Livestream, wo ich dabei war, dass da definitiv dran gearbeitet wird. Nichts, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten passiert. Wir könnten vielleicht, mit meinen eigenen Worten, können wir nächstes Jahr damit rechnen, dass da was passiert. Ich möchte hier in diesem Video dazu aufrufen, auch wenn ich weiß, dass ich gleich mit meiner ehrlichen Meinung dazu auf mega Kritik stoße, möchte ich gerne zu der Kontroverse aufrufen oder zu dieser Diskussion. Was haltet ihr vom Aim Assist? Warum denken so viele, dass der Aim Assist auf dem Controller so bitter, bitter böse ist? Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich weiß, dass jetzt viele von euch sagen, boah, wie kannst du nur? Aber ist euch mal aufgefallen, das ist meine Meinung, dass es nur die PC-Spieler sind, die rumjammern und nicht die Controller-Spieler. Warum? Deswegen bin ich der Meinung, das meine ich jetzt nicht böse gegen jemanden, der genauso denkt, aber warum bleiben dann nicht einfach die PC-Spieler unter sich, spielen mit ihrer Maus, mit ihrer Tastatur, mit der sie viel schnelleres Movement haben, alles viel, viel schneller und toller machen können. Sie können sich bewegen beim Looten, bla bla bla. Und dann wird mi wegen dem Aim Assist gemacht. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Und das ist einfach mal ein Fakt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass nur ein gewisser kleiner Prozentsatz an extrem, wirklich extrem guten Spielern vielleicht das Recht haben könnten, zu sagen, da muss was passieren. Ich finde, für mittelmäßige Spieler, und das sind nun mal die meisten von Millionen von Spielern, ist der höchste Prozentsatz Controller-Spieler, mittelmäßiger Spieler, so wie ich, viele besser, viele aber auch schlechter und viele, viele so auf meinem Niveau. Wir brauchen den Aim Assist und der Aim Assist ist meiner Meinung nach so gut, eigentlich so gut, wie er ist, weil da ist bis jetzt in den letzten 5 Jahren nicht so viel passiert. Wir haben uns alle auf dem Controller an diesen Aim Assist gewöhnt. Wenn die den jetzt zu stark nerven, was ja vielleicht für manche berechtigt ist, das kann von mir aus ja auch gut und gerne so sein, aber der größte Teil müsste sich jetzt sowas von derbe umgewöhnen, dass meiner Meinung nach das Risiko besteht, dass viele sagen, du, boah, sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Das ist jetzt so krass in die Hose gegangen, der Nerf ist einfach zu krass, jetzt treffe ich ja gar nichts mehr. Wie gesagt, das ist jetzt nur sehr, sehr übertrieben von mir ausgesagt, aber ich bin der Meinung, da sollte man einfach die Finger von lassen und jeden, den es stört, soll einfach selber auf Controller wechseln. Fertig, Punkt, aus, Ende. Oder die sollen alle auf ihren PCs, Maus und Tastatur bleiben und alle sind glücklich. Dann lass doch bitte die Controller, Konsolenspieler mit ihrem Aim Assist in Ruhe. Das ist meine ehrliche Meinung. Ich weiß, dass ich da auf komplettes Feuer wahrscheinlich jetzt treffen werde. Das ist auch völlig in Ordnung. Es soll jeder seine Meinung haben, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, ich würde sagen, 70-80% sind Casual Gamer, die nach Feierabend nach Hause kommen, noch ein Feierabendbierchen trinken, ihr Kind ins Bett bringen, so wie ich zum Beispiel, das Kind ins Bett und nach 19 Uhr völlig fertig vom Feierabend möchte ich mich noch mal 1-2-3 Stunden hinsetzen, entspannt zocken, was sowieso seit Jahren in Apex Legends schon nicht mehr möglich ist. Und dann soll der Aim Assist auch noch einen Nerf bekommen. Das wirklich, da fehlt mir jegliches Verständnis über dieses Gejammer. Und das ist auch der Grund, warum ich keine Turniere veranstalte, weil immer wieder, ich habe es in vielen Turnieren erlebt, dass die PC-Spieler auf einmal jammern, aber was ist mit dem Aim Assist auf Controller? Da hast du als Creator einfach keinen Bock auf diese Diskussion. Das finde ich einfach so schade. Und deswegen weiß ich, dass auch einige andere Creator keinen Bock auf diese Turniere haben, weil es immer wieder Leute gibt, die selbst aus einem Just for Fun, ich habe noch nie ein ernsthaftes Turnier gemacht. Es war einfach Just for Fun Community Games. Und es kamen PC-Spieler und sagen, was ist mit dem Aim Assist? Es tut mir leid, man möchte einfach was für die Community, was Tolles machen, dass alle mal mitzocken können und es gibt PC-Spieler, die rumflennen. Dann spielt bitte nicht mit, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich da jetzt auf Mega-Kritik stoße, es ist mir aber völlig, völlig Hupe. Ich kann es nicht verstehen. Dann spielt nur auf PC, lasst die Konsoleros bitte alle in Ruhe. Punkt. So, habe ich mich jetzt außerhalb der Rage geredet? Es tut mir leid, ich muss das manchmal einfach loswerden. Ich weiß, das passt nicht jedem. Das ist auch völlig okay, ist aber meine Meinung und die muss auch gesagt werden. Und dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Publics. Skill-Based Matchmaking. Da wurde auch drüber gesprochen.
nur wenig, aber sind gerade Tests am Laufen. In den Public Games soll das Matchmaking angepasst werden und ich weiß, dass der Großteil, und das ist auch ein ziemlich großes Call of Duty Problem, deswegen wird Call of Duty so lange auch nicht richtig erfolgreich wieder werden, bis die begreifen, dass das Matchmaking in Public Games nichts zu suchen hat. Punkt, aus, Ende. Matchmaking muss ins Ranked-System, da gehört es hin, weil da möchtest du ja gegen gleichwertige Spieler fighten. Dort soll es sich nach einer Challenge anfühlen. Im Publix willst du Spaß. Dort möchtest du dir nicht den Arsch aufreißen. Da möchtest du entspannt ein bisschen spielen. Auch das geht schon seit Jahren nicht und da soll halt auch was gemacht werden. Und auch hier schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie ist euer Empfinden? Weil ich hatte über viele, viele Seasons, gerade in Ranked, das Gefühl, dass das Matchmaking in Ranked viel, viel einfacher war. Und du gerade unter Platin so einfache Lobbys im Vergleich zum Public Matchmaking hattest, dass ich schon bewusst keinen Bock auf Public Games hatte und nur Ranked spiele. Das ist auch der Grund, warum ich kein Public spiele, weil du musst ja den Hintern abschwitzen, zu Deutsch oder auf Deutsch gesagt, und es geht einfach um nichts. In Ranked geht es um was und hast einfache Lobbys. Dass das jetzt in Season 18 das komplette Gegenteil war, keine Frage. Zumindest was das Ranked Matchmaking betrifft. Publix habe ich so gut wie nicht gespielt. Aber auch im Publix muss ganz, 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 ganz viel Liebe passieren. Am besten Respawn, bitte, bitte nimmt diesen Dreck endlich raus, so wie das auch in Call of Duty passieren sollte. Wenn das passieren würde, dann wären diese Spiele erfolgreich. Weil viele einfach keinen Bock mehr haben. Und ich betone nochmal, Konkurrenz, ich möchte es jetzt gar nicht so laut sagen, aber Konkurrenz ist unterwegs. Ich weiß, XDefiant, ich mache jetzt auch das ein oder andere Newsvideo zu XDefiant, was mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet und ich mich ein bisschen breiter aufstellen kann. Der Release sollte schon lange, lange sein. Und wer es nicht weiß, natürlich, keine Ahnung, wann es rauskommt. Also da stehen wir alle irgendwo im Dunkeln. Aber da gibt es eben kein Matchmaking. Da wird ein Ranked-System aktiviert. Das Ranked-System kommt, glaube ich, nach der Preseason. Die Preseason-Season, wenn es dann endlich mal startet, da habe ich immer noch keine Informationen. Diese Preseason geht 6 Wochen und dann soll das Ranked-System implementiert werden. Und angeblich soll es so sein, dass du in den Public Matches ganz am Anfang, deine ersten 10 Runden soll da wohl so eine Art Matchmaking drin sein. Welchen Sinn das hat, das kann ich nicht verstehen, weil nach den 10 Runden soll das Matchmaking raus sein. Und ohne ein Skill-Based Matchmaking in Public Games ist das Spiel wahrscheinlich erträglich. Ich habe die Beta gezockt, es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Es hat sich nicht so angefühlt, als müsstest du dir komplett, völlig verschwitzt den Hintern aufreißen. Und das ist das, was wir alle wollen. Da bin ich relativ überzeugt von. Und auch ein Haptik, ich weiß, das hat jetzt hier alles nichts mit Apex Legends zu tun, aber in Haptik hat es in den letzten Tagen über COD auch erwähnt, dass das aktuelle neue COD, was bald rauskommt, so viel Potenzial macht. Und auch ich hatte in der Beta verdammt viel Spaß, aber es darf einfach kein Matchmaking reinkommen. Nur für Ranked. So, ich glaube, ich habe fertig. Wie gesagt, nehmt es mir bitte nicht für übel, dass ich mit meinen eigenen Worten gerade zum Aim Assist einfach nicht mit meiner Meinung hinterm Berg halten kann, weil ich weiß, dass wahrscheinlich der Großteil der Controller-Spieler meiner Meinung sind und es sind immer nur die PC-Spieler, die da ganz, ganz groß dabei sind, zu schimpfen. Ich weiß, man kann es sowieso nicht jedem recht machen, ich mit meiner Meinung sowieso nicht, aber auch inhaltlich wird Respawn es nie allen recht machen und definitiv, wenn der Aim Assist genervt wird, dann wird ein Großteil der Community sagen, ey, sorry, aber einfach nein. Das waren die letzten Worte für dieses Video. Bleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und viel Spaß mit der neuen Season. Es wird sich lohnen.